Der Freitag bringt die neuesten US-Inflationsdaten, also schauen wir genauer hin. Der endgültige deutsche VPI für September erscheint um 6 Uhr. Nach der vorläufigen Schätzung liegt die jährliche Inflationsrate bei 1,8%, genau wie vor einem Monat. Der Schweizer Erzeuger- und Importpreisindex für September folgt um 7:15. Der August-Index verzeichnete das erste Wachstum in 5 Monaten, hauptsächlich aufgrund höherer Benzinpreise. Als nächstes erscheinen um 12.30 Uhr zwei Pressemitteilungen über die US-Wirtschaft im September, darunter der Verbraucherpreisindex. Die jährliche Inflation stieg im August auf ein 3-Monats-Hoch, da die Wohnungs- und Benzinpreise nach Hurricane Harvey stiegen. Vorläufige Einzelhandelsdaten sind gleichzeitig dran. Der Umsatz ist im August unerwartet geschrumpft. Außerdem wurden die Daten für die beiden vorangegangenen Monate ebenfalls nach unten korrigiert, was auf moderate Ausgaben im Sommer hindeutet. Die vorläufigen Vertrauensdaten der Universität von Michigan für Oktober sind um 14 Uhr geplant. Infolge des Hurrikans Harvey gab der Index im September nach. Gleichzeitig werden die US-Lagerbestandsstatistiken für August zur Verfügung stehen. Die Vorräte haben im Juni etwas zugenommen, aber der Zuwachs war kleiner als die 0,5% vor einem Monat. Sie haben den Wirtschaftskalender für Freitag, den 13. Oktober, gesehen. Die nächste Ausgabe wird die wichtigsten Ereignisse für Montag beleuchten.